Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Er ist voll im Eimer, was ich absolut verstehen kann. Denn meine Ausdaueranzeige ist jenseits von Gut und Böse. Aber wir gehen jetzt mal da rein. Danke, Sam. Unsere Vergangenheit hat uns wichtige Hinweise geliefert. Keine Sorge, ich bin gerade erst zurück. Wir haben Zeit. Bei deinem Treffen mit Mama kam es bei dir zu einer starken Antigen-Antikörperreaktion, oder? Da war ein GD im Raum. Das stimmt. Aber etwas anderes könnte dafür verantwortlich sein. In Mamas Körper habe ich ebenfalls große Mengen chiraler Materie entdeckt. Nicht bloß die normale, die sich auf der Haut oder den Anzügen ansammelt. Sie ist in allen ihren Zellen. In Zellen, die nicht mehr aktiv sind. Das GD, dem du da begegnet bist, war besonders. Es war ihr Kind, aber auch ihre eigene Seele. Irgendwie haben ihr K und ihr H sich nicht getrennt. Sie müssen über die Nabelschnur verbunden geblieben sein. Das ist die einzige Erklärung. Deshalb hat ihre Berührung bei mir kein Hämatom verursacht? Ja, und das ist noch nicht alles. 10 Sekunden bis zum Herzstillstand. 5, 4, 3, 2, 1. Ich habe die Lockzeiten geändert. Das HQ wird nichts von dem erfahren, was wir sagen. Hier, eine Nachricht von Deadman. Sie kam mit der Nabelschnur. Sam, tut mir leid. Du hättest erfahren müssen, was du da transportierst. Aber ich konnte nicht riskieren, dass Dai Hartman von dem Behälter erfährt. Deshalb durfte er in den Unterlagen nicht auftauchen. Die Sache muss unter uns bleiben. Wir wissen immer noch nicht, ob wir dem Direktor trauen können. Die Nabelschnur stammt von Bridget Strand. Ich habe sie heimlich entfernt. Es war kein Fötus an der Schnur. Sie war außen an ihrem Körper. Ich sollte mich um sie kümmern. Sie sagte, sie sei der Schlüssel zum gestrandeten Tod. Aber dem Direktor sollte ich davon niemals erzählen. Die Schnur zeigt keinerlei Anzeichen von Verwesung oder Nekrose. Fast als stünde die Zeit für sie still. Ich dachte, Hartman würde es vielleicht verstehen. Also ließ ich sie in Mountain Not City zu deiner Fracht packen. Deadmans Beobachtungen waren zutreffend. Es ist genau wie bei Mamas Leiche. Was meinst du damit? Dass sie etwas Einzigartiges verbindet. Beide haben große Chiraliummengen in ihren Zellen. Anders gesagt, die Nabelschnur der Präsidentin hat eine Verbindung zum Strand. Und so konnte sie sich dem Fluss der Zeit entziehen. Ich arbeite gerade an einer Theorie. Sie ist lückenhaft, aber hör sie dir vielleicht mal an. Viele Aussterben haben das Leben auf der Erde erschüttert. Große und kleine. Darunter die großen 5. Und wenn man sich die Schichten der Erde ansieht, also ihre Geschichte, findet man Chiraliumablagerung für jedes dieser Aussterben. Was, wenn das Auftauchen der Strände und anderer begleitender Phänomene mit Aussterbeereignissen zusammenfällt? Du meinst? Ja. Unser gestrandeter Tod könnte nur der jüngste von vielen sein. Die Daten, bei deren Wiederherstellung du geholfen hast, deuten darauf hin, dass wir gerade das 6. Aussterben erleben. Das 6. Aussterben? Ach komm. Du weißt, was das ist, oder? Ein gefrorenes Mammut von vor 10.000 Jahren? Genau. Und das? Der Eismann von vor 5.300 Jahren. Sie hatten die gleichen Nabelschnüre. Blödsinn. Wer weiß, was, wenn Mammut und der Eismann gar nicht eingefroren waren?
Willst du damit sagen, die Zeit stand für sich still, so wie für Mama? Leider gingen all diese Exemplare beim gestrandeten Tod verloren. Deshalb können wir die Originale nicht mehr untersuchen. Aber einige Datenfragmente haben überlebt. Über das chirale Netzwerk können wir vielleicht etwas Konkreteres erschaffen mit Evo-Devo-Technologie. Okay, vielleicht so. Ein Dinosaurier von vor 65,5 Millionen Jahren. Die Nabelschnur nicht verwest. Nur Säugetiere haben Nabelschnüre. Nein. Ausschließlich Säugetiere haben Nabelschnüre für die Schwangerschaft. Das ist etwas anderes. Nennen wir es einen Strang von der anderen Seite. Ich halte die Säugetiernabelschnüre für eine Art Mimese des Strangs, die sich dann mit der Zeit entwickelte. Wir sollten nicht annehmen, dass alles an einem gestrandeten Tod dem Leben schadet. Trilobiten, Ammoniten, Dinosaurier, das Mammut, der Eismann. Alle erhalten, als stünde die Zeit für sie still. Alle, ohne Ausnahme, mit Strängen gefunden. Also könnten alle mit dem Strand verbunden gewesen sein. Und das führt mich im Kontext der Extinktionsentitäts- oder EI-Theorie zu der Annahme, dass Organismen mit Strängen Extinktionsentitäten sind. Siehst du, Sam, EEs sind mit dem Strand verbunden über ihre Stränge. Und durch diese Verbindung verursachen sie irgendwie einen gestrandeten Tod. Du willst sagen, dass Bridget eine Extinktionsentität war? Für gesicherte Aussagen ist es viel zu früh. Und da du ihren Körper verbrannt hast, erfahren wir es wohl nie. Hicks nannte Amelie eine EE. Und im Gegensatz zu uns habe sie keinen Doms. Sam, überleg mal. Angenommen, Präsidentin Strand war eine EE. Könnte da nicht auch ihre Tochter eine sein? Jetzt, da die Präsidentin fort ist, könnte Hicks zumindest darauf hoffen. Also entführt er sie wegen ihrer EE-Kräfte, um ein Massenaussterben herbeizuführen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Ich bezweifle, dass eine einzige EE einen gestrandeten Tod auslösen kann. Falls Amelie eine EE ist. Naja, also Hicks scheint das zu glauben. In der Tat. Und wir müssen sie schnellstmöglich zurückholen. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Ah, das hier ist echt. Sam, geh nach Westen. Wie soll ich mit Dai Hartman umgehen? Mit der gewohnten Zurückhaltung. Er sollte lieber nicht von unserem Verdacht erfahren. Was hier auch noch vor sich gehen mag, wir brauchen das chirale Netzwerk. Okay. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Ja, was soll ich sagen? Da muss man erstmal schlucken. Ja, und erstmal richtig verstehen. Was leider nämlich auch nicht so einfach ist. Aber wenn die Bridget tatsächlich so ein EE war, Existenzfaktor, dann ja, kann ich schon verstehen, warum Hicks. Es ist Zeit, Sam. Wenn du bereit bist, begib dich zum Ufer des Teergürtels und beginne mit der Arbeit am chiralen Relais. Bring es mit dem Cupid online, sobald es fertig ist. Das benötigte Material steht für dich bereit. Die Vorräte sind begrenzt, also behandle sie vorsichtig. Du wirst auch viel tragen. Alles in allem könnte das einer deiner bis dato schwierigsten Aufträge werden. Hartman weiß mehr über den Ort als ich, deshalb übernimmt er jetzt. Es ist ohnehin Zeit zum Aufwachen für ihn. Defibrillation. Abstand halten.
diesen Wegposten angeht. Eigentlich wollten wir dort den Wegposten errichten, den wir an den Teergürtel verloren haben. Paradoxerweise haben wir es nicht getan, weil uns der Ort zu unsicher und das Risiko nicht wert zu sein schien. Das ist jetzt unsere beste Hoffnung. Hoffen wir also, dass unsere Entscheidung damals falsch war. Glücklicherweise ist das gelegte Fundament immer noch intakt. Du musst nur das benötigte Material hinbringen und die Sache zu Ende bringen. Ich fürchte, dass wir nur so das Netzwerk weiter nach Westen erweitern und Amelie retten können. Wir zählen auf dich, Sam. Okay. 150 Kilo, Alter, wollen die mich verarschen? Kann ich nur mit dem Schweber machen und ich muss bis dahinter. Oh. Ach du Heilige. Ja, schön. Mit nur Schweber. ED-Gebiet, alles. Oh, oh, oh. Weil das kriege ich so nicht gehuckt. Das kannst du knicken. Und wir, das Einzige, was wir haben, ist ein Schweber. Wir brauchen neue Sturmgewehr. Stufe 3. Da kannst du glauben, da nehme ich gleich 2 mit. Das ist mir so egal. Brauchen wir. Wir haben Blutgranate Stufe 1, Blutgranate Stufe 2. Nehme ich 3 mit. Das ist, warum biegen die eigentlich immer so viel? Was ist denn da? Geht denn da ab? Die Stiefel sind auch okay, würde ich sagen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber wir werden das Bergsteiger-Ding brauchen. Das Geländeskelett. Ja. Das sind immer 30 Kilo. Ich weiß nicht, wie der das schaffen soll jetzt. Ja, das kann er nur in der Hand befestigen. Ne? Und das müssen wir Werkzeuggürtel befestigen. Das auch. Die Handgranaten können wir Granatentasche packen. Ja, dann lädst du ab, ist mir egal. Granatentasche, Werkzeug, Halterung. Und wo haben wir den Schweber? Den müssen wir noch ausrüsten. Keine Ahnung, wie der das überhaupt gestimmt bekommt gerade. Das ist viel zu schwer. 206, das heißt, der ist schon drüber. So. Dann mache ich eben mal eben den Schweber fertig. Was ist denn der jetzt? Wie ist verarschen? Ach, da. Also, Geschwindigkeitsskelett haben wir gerade aktuell auf dem Rücken 1. Okay, naja. Dann da. Belagerungseinheit, das. Dann haben wir auf dem Boden liegenden noch die restlichen anderen beiden. Sturmgewehr. Stufe 3? Pack ich auch mal auf den Schweber. So. Das ist alles auf dem Schweber. Mein Rücken ist soweit frei jetzt. Mal automatisch angeordnet, genau. Brauchen wir noch irgendwas Wichtiges? So. Bin gerade echt nicht sicher. Noch irgendwas anderes brauchen.
Dann laufen wir mal los jetzt. So, dann laden wir das Ding jetzt mal auf noch hier. Wir müssen mal gucken, wo das Teil ist. Das müsste da oben stehen. Ja. Ja, es ist aber auch sinnlos. Ich glaube, ich komme von dort wahrscheinlich gar nirgendwo hin. Ich muss ja hier runter. Oder er ist mit ihm verbunden. Möglich. Ich gehe mal hoch gucken. Wäre ja sonst doof. Habe ich überhaupt noch einen EKS mit zum Bauen? Wow, Willi. Ist auch noch nicht passiert. Lass ihn mal da kurz stehen. Nee, kann ich ja nicht. Ich muss ihn ja mitnehmen. Ach du Kacke. Und ich glaube, ich kann auch gar nicht mit dem springen. Das heißt, ich habe ein doppeltes Problem. Das kann ich sowieso vergessen. Wir können direkt laufen. Ich kann mit dem gar nicht springen. Oh. Wir hatten ja jetzt immer so ein Links- und Rechtsprall, sag mal. Von der Maus her, oder was? Fahrzeug benutzen kann ich nicht, wenn das ein Schweber, ja, alles klar. Dann ist egal. Bin ja schon schnell. So, aufgeladen. Muss halt bloß gucken, dass ich auch richtig bin nach, ja. Natürlich.
So, ihr Lieben. Ich würde hier mal erstmal die Folge beenden. Dann ruhe ich mich hier im privaten Raum aus. Und dann können wir dann direkt weiter loslegen. Alter, der war genau über mir. Und hat mich nicht gecheckt. Ja, läuft. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Mhm.